So, wir möchten euch heute unseren Optima vorstellen, T75 HGE von Hobby. Ein wunderschönes Auto. Ich erwähne jetzt für außen nur die Besonderheiten. Wassertank und Stromanschluss ist ja normal. Wir haben dann hier noch eine Außensteckdose für die Dusche. Hier wird der Duschkopf angeschlossen, Einschalten der Pumpe und beim Wasserauswahl ist ideal, dass man nicht immer drin alles sauber machen muss. Und jetzt gebe ich mal kurz die Kamera weg, um euch zu zeigen, wie toll das mit den Gasflaschen hier ist. Da hebt man nur den Hebel hoch und kann den ganzen Gasflaschen rausziehen und ganz bequem auswechseln, ohne dass man jetzt auf dem Boden rumknien muss und irgendwo rumwirbelt. Und genauso leicht geht es auch hier rein. Man muss nur aufpassen, dass man hier unten den Knopf immer schön einrasten lässt. Und hier ist versteckt der Hahn für den Abwassertank. Rausziehen einfach und dann läuft das Wasser da unten raus. Auch da brauchen wir jetzt nicht unter dem Wagen mit einer langen Kurbel versuchen, den Tank zu öffnen. Eigentlich eine ganz bequeme Geschichte. Ich filme weiter. Dann haben wir hier die Garage. Eine schöne große Garage mit einem kleinen Netz für Zubehörteile, für den ganzen Kleinkram, den man so braucht. Wir haben dann in der Garage noch mal eine extra Seitenklappe, wo Werkzeug und Reparatursachen für den Motorblock zur Verfügung stehen, Reifenwechsel und dergleichen. Und wenn man ganz durchguckt auf die andere Seite, sieht man von Thule einen Anhänger, da passen diverse Schuhe rein für den Urlaub. Reicht locker für 4 Wochen. 4 Personen. Und dann gehen wir mal weiter rum und sehen oben die Klimaanlage und rechts davon gerade noch zu erkennen die 100 Watt Solaranlage. Hier haben wir noch eine TV-Multisteckdose für den Landstromanschluss, für den Toaster am Frühstückstisch und einen Antennenaußeneingang und noch eine extra 12 Volt Steckdose, dass man auch den Fernseher noch auf den Frühstückstisch stellen kann. Dann kommen wir mal rein zum Innenteil. Und fangen gleich mal hier vorne an, bevor man reingeht, kann man hier erstmal Handfeger und Schaufel rausholen zum Beispiel und sich die Schuhe sauber machen. Und am Eingangsbereich haben wir dann auch links den Fernseher und oben das Bedienpanel, ist ja heute üblich für die gesamte Steuerung des Wohnmobils. Unter dieser breiten Sitzfläche ist die Heizung und beim Wasser. Dann haben wir hier das Hubbett mit 2 extra tollen Lautsprechern und 4 Beleuchtung für den Tag. Fahrgastraum brauche ich nicht extra zu erwähnen, das ist halt ein Fiat Ducato. Wir haben, wenn man für 4 Personen sitzt, hier die Möglichkeit, den Tisch auszuziehen. Auch hier gibt es wieder einen Knopf, den man runterzieht und entriegelt. Und dann kann man einfach die Tischplatte vergrößern, sodass locker 4 bis 6 Personen hier Platz haben. Wir bleiben hier gleich in diesem Teil des Wohnmobils und zeigen euch das Hubbett. Ist hier oben angebracht. Ist ganz einfach zu bedienen, obwohl es nicht elektrisch ist. Einfach den Knopf reindrücken und dann rutscht das Hubbett runter. Und wir sehen im Hubbett noch oben 2 Leselampen und einen Schalter in der Mitte, um auch vom Hubbett aus die Wohnraumbeleuchtung einschalten zu können. Und genauso leicht geht es auch wieder hoch, obwohl ich im Augenblick ein bisschen schwergängig bin im Bauch, vom Bauch her. Einfach Knopf reindrücken und rutscht fast von alleine hoch. Die Türen sind offen. Welche Türen? Die Eingangstüren, dass die Kinder rausgehen können. Ach so, ja.
Was ganz wichtig ist, gerade wenn man Kinder hat und die länger im Bett liegen bleiben, wenn das Hubbett unten ist, ist sowohl die Seiteneingangstür, die in diesem Fall auch sogar noch extra breit ist, und die Fahrgasttüren vorne frei begehbar, sodass man die Kinder nicht aus dem Bett rausjagen muss, wenn man aufstehen will. Hier haben wir die Küche, sehr schön angeordnet mit der Arbeitsplatte, ein 3-Flammen-Gasherd und hier die Abdeckung tagsüber, wenn man rumschnippelt, über dem Waschbecken. Und wie in diesem ganzen Optima-Auto, überall Ablagen, Ablagen. Die Schubladen sind mit Soft-Touch. Muss man nicht extra verriegeln, das machen sie alles von allein. Kühlschrank ist ja halt ein Kühlschrank. Recht groß, kriegt man auch alles gut rein. Genügend Vorräte. Gegenüber vom Kühlschrank ist die Dusche. Und das WC. Schön geräumig. Und die Dusche ist ganz einfach herzustellen, indem man den Regler hier oben wegmacht und die eine Duschwand vor das Waschbecken und die Toilette stellt. Und dann von innen, wenn man es auch entriegelt natürlich, die Dusche davor zieht. Geht von außen natürlich schlecht, aber innen ist ein schöner Griff dafür, sodass beim Duschen der ganze WC- und Toilettenbereich frei bleibt, trocken bleibt. Ich verriegel das mal vorsichtshalber einmal wieder gleich, damit, falls man denn mal losfahren will, das nicht rausrutscht. Dann haben wir hier oben noch eine Besonderheit. Das ist eine Wäscheleine, die hier oben eingehängt wird. Da ist so, dass man Badesachen gleich schnell trocknen kann. Und wenn man die noch braucht, verschwindet sie da drüben. Alles andere ist sonst, ja, halt wie bei jedem anderen Wohnmobil. Nur ist dieser schöner. Natürlich. So, hier haben wir die beiden Einzelbetten mit neuen Toppern drauf. Und die Bettverlängerung. Hier haben wir noch extra eine Matte, damit das alles höhengleich ist. Rundherum haben wir wieder etliche Ablagefächer, 9 Stück an der Zahl. Hier oben ist die Klimaanlage. Und die Bettverlängerung ist insofern einfach. Wir haben hier einmal unter versteckt die Leiter, die man da einfach rausholen kann. Und wenn man das hier einrastet, kann man das kleine Teil dazwischen legen. Und dann hat man bis hierhin auf jeden Fall einen mit Verbreitung und Verlängerung, sodass die Kinder dann morgens auch ruhig mal zwischen die Eltern krabbeln können. Unter den Betten haben wir auf beiden Seiten wieder viel Stauraum, der natürlich auch beleuchtet ist. Und auf der anderen Seite ist nicht nur viel Stauraum, der beleuchtet ist, sondern wir haben dort auch noch eine Kleiderstange, die man rausziehen kann. Und hinter dieser Wand ist noch mehr Stauraum, an dem man auch gut rankommt. Da sollte man auch nur Sachen reintun, die man nicht jeden Tag braucht, weil sie können das nämlich hier hochklappen. Mit Hydraulikfeder haben sie hier noch etlichen Stauraum für Schmutzwäsche, für zu Hause zum Sammeln oder was auch immer. Unten in der Ecke war der Stromanschluss eben zu sehen, die Stromversorgung. Und alles leicht zu handhaben. Und vom Interieur her nicht so wahnsinnig modern und hell, wie es im Augenblick üblich ist. Sondern wir finden den von der Farbe her sehr gemütlich. Vorhang ist natürlich auch noch da, dass man bisschen Sichtschutz nach vorne hat. Genau. Ja. Für das Hubbett gibt es natürlich auch eine Kindersicherung auf beiden Seiten. Dafür sind die schwarzen Haken hier oben. Da wird dann die Kindersicherung reingehängt, sodass auf beiden Seiten ein Netz davor ist, dass die Kinder nicht runterfallen können.